Hallo Tayo! Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Ein neuer Spielplatz. Eines Nachts spielen Tayo und Rogi Fangen. Fang mich, wenn du kannst. Glaubst du, ich krieg dich nicht? Tayo, Rogi. Ich hab euch doch gesagt, dass Fangenspielen hier gefährlich ist. Was, wenn sich einer von euch verletzt? Kein Fangenspielen mehr, ihr beiden. Habt ihr verstanden? Ich glaube das nicht. Wenn wir nicht Fang spielen können, gibt es hier nichts zu tun. Können wir nicht irgendwo spielen und Spaß haben? Am nächsten Tag sind Tayo und Rogi nach der Arbeit wieder auf dem Weg zum Busdepot. Oh, wir haben unsere Strecken heute früher beendet. Was nützt uns das? Oh? Wir können jetzt nicht mal Fang spielen. Oh, ja, das stimmt. Er ist liegen geblieben. Was ist denn mit ihm los? Hallo, was machst du denn da? Ich kann mich nicht bewegen. Meine Reifen klemmen. Könnt ihr mir helfen? Was? Oh, wir helfen dir. Es hat geklappt. Danke, Jungs. Nicht der Rede wert. Gern geschehen. Also, wie bist du denn stecken geblieben? Ich wollte das Chaos nach den Straßenarbeiten aufräumen, aber der Bürgersteig war noch nicht trocken. Als ich aufräumen wollte, blieben meine Hinterreifen stecken. So war das also. Dank eurer Hilfe habe ich es geschafft. Mein Name ist Grubby, der Straßenkehrer. Grubby? Ich bin Tayo. Mein Name ist Rogi. Nett, dich kennenzulernen. Ja, danke, gleichfalls. Wie auch immer, hier können wir also nicht durchfahren. Es ist noch nicht trocken und ich muss noch aufräumen. Schon okay, wir kehren einfach um. Wir machen uns auf den Weg. Danke, Tayo und Rogi. Ich fahre hier zum ersten Mal lang. Wir können nichts dafür, wegen der Straßenarbeiten. Oh, was ist das? Weiß ich nicht. Ich bin neugierig. Wir sehen uns das mal an. Was ist das denn? Keine Ahnung. Das Tor ist offen. Rogi, du kannst da nicht einfach reinplatzen. Schon gut, wen kümmert's? Wow, hier ist aber viel Platz. Ja, aber es ist irgendwie gruselig. Das habe ich noch nie gesehen. Wow. Das war wohl früher mal ein Parkplatz. Wow. Was ist das? Rogi! Rogi, geht es dir gut? Das ist voll cool. Das ist voll cool. Was machst du denn? Tayo, das macht so viel Spaß. Es gibt auch so viele gute Verstecke hier. Wow. Meinst du, wir sollen hier bleiben und spielen? Okay. Was sollen wir spielen? Fangen. Fang mich. Gute Idee, Rogi. Klingt, als käme es von da drüben. Dieser Ort ist seit einiger Zeit verlassen. Fang mich, wenn du kannst. Tayo, du! Oh, das sind Tayo und Rogi. Kannst du mich fangen, Rogi? Sie werden richtig schmutzig, wenn sie dort spielen. Tayo, du! Wow! Aber es sieht so aus, als hätten sie Spaß. Die Luft ist rein, oder? Ja. Ihr beiden, warum kommt ihr so spät nach Hause? Wisst ihr, wie besorgt wir waren? Situ, Hannah!
denn im Gesicht? Und eure Reifen sind auch ganz schmutzig. Wie seid ihr so dreckig geworden? Also, wir haben auf dem alten Parkplatz nebenan gespielt. Wir hatten so viel Spaß, dass wir das Zeitgefühl verloren haben. Der Parkplatz ist schon seit einiger Zeit geschlossen. Wie konntet ihr an diesem schmutzigen und gefährlichen Ort spielen? Es tut mir leid. Hey, ich will, dass ihr Kids da wegbleibt. Okay? Aber... Ihr zwei! Okay. Tayo, der kleine Bus! Am nächsten Tag fahren Hannah und Situ zum Autozulieferer, um etwas zu kaufen. Situ, denkst du, das reicht? Hannah, das ist schwer. Trag sie einzeln. Es ist okay. Ich kann so viel tragen. Hey. Hannah, bist du okay? Es geht mir gut. Das ist aber schade. Hannah, du hast es übertrieben. Oh, Mann! Ruby! Wow! Alles erledigt! Danke, Ruby! Hannah, warum hast du so viel gekauft? Wir haben gestern tatsächlich das ganze Öl und die Seife für zwei junge Busse verbraucht. Oh, wirklich? Sie spielten auf einem alten Parkplatz und kamen schmutzig nach Hause. Sie meinen bestimmt Tayo und Ruby. Also, haben wir ihnen gesagt, dass sie dort nicht mehr spielen dürfen. Oh, wirklich? Sie hatten so viel Spaß. Sie sind bestimmt enttäuscht. Ich hab's! Hannah, Situ, wir sehen uns später. Okay. Ich mache jetzt den Parkplatz sauber. Dann können Tayo und Rogi hier spielen. Okay. Ruby arbeitet hart, um den Parkplatz für Tayo und Rogi zu reinigen. Wenn nicht hier oder auf dem Parkplatz, wo können wir denn spielen? Tayo! Was ist denn los, Rogi? Stimmt etwas nicht? Der Parkplatz! Er ist sauber! Was? Schau! Das gibt's doch nicht! Wow! Wow! Das sieht so schön aus! Hallo! Hallo! Hallo, Ruby. Ich muss mich untersuchen lassen. Na dann, komm doch bitte herein. Vielen Dank. Wow! Du bist so schmutzig. Ich habe gerade geputzt. Was? Wo hast du denn gearbeitet, dass du so schmutzig geworden bist? Nirgendwo. Alles erledigt, Ruby. Vielen lieben Dank, Hannah. Der alte Parkplatz ist wirklich sauber. Jemand hat es gereinigt. Es ist makellos. Wirklich? Hannah, heißt das also, dass wir jetzt dort spielen dürfen? Wir versprechen, dass wir vorsichtig sein werden. Bitte Hannah! Jemand hat in der Nacht das Parkdeck gereinigt. Ruby ist auch hier. Ruby, was führt dich hierher? Nur eine kleine Untersuchung. Ich verstehe. Ruby? Ja? Hast du etwa den alten Parkplatz gereinigt? Tja. Ruby?
hast du das wirklich getan? Du hast es ganz allein gemacht? Das hätte ich mir denken können. Aber warum wolltest du den Parkplatz sauber machen? Also, Tayo und Rogi hatten dort so viel Spaß beim Spielen. Ich wollte, dass sie dort wieder spielen können. Ruby! Verstehe. Okay, also wenn ihr wollt, könnt ihr beide von jetzt an dort spielen gehen. Wirklich? Aber ihr müsst vorsichtig sein, okay? Ja, natürlich! Ruby, du hast das alles für uns gemacht. Vielen Dank! Kein Problem. Ihr habt mir zuerst geholfen. Ruby, willst du mit uns auf dem Parkdeck spielen? Wirklich? Kann ich? Natürlich! Los geht's! Diese Racker. Dank des Straßenkehrers Ruby fanden die jungen Busse einen neuen Spielplatz. Nuris schlimmster Tag. La 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 la. Ich fühle mich heute wirklich glücklich. Taxi! Hä? Taxi! Herzlich willkommen. Kannst du mich zum Rathaus bringen? Es ist dringend, also beeil dich bitte. Okay, ich bringe sie sofort hin. In Ordnung, los geht's. Ich werde mich etwas beeilen, da es dringend ist. Oh, oh nein, die Ampel hat gewechselt. In Ordnung. Hä? Was? Noch eine rote Ampel? Was? Hä? Oh! Oh! Oh nein! Ich komme wirklich zu spät. So, da sind wir. Du sagtest, wir sind schnell da, aber jetzt komme ich zu spät. Es tut mir wirklich leid. Ohne die roten Ampeln hätte ich es rechtzeitig geschafft. Hä? Was ist das? Oh, das war knapp. Warum ist denn hier so eine große Pfütze? Juhu! Ich kann überhaupt nichts sehen. Oh nein! Oh. Ach du meine Güte. Oh nein! Oh, so war das also. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Ich muss das unglücklichste Auto der Welt sein. Oh, Nuri. Aber das stimmt doch nicht. Heute wird dir bestimmt etwas ganz Gutes passieren. Wirklich? Ja, natürlich. Hanna! Hä? Oh, Nuri ist auch hier. Oh, was ist dir denn passiert? Stimmt etwas nicht? Ach nein, alles in Ordnung. Sag mal, wart ihr heute nicht zur Arbeit? Also, wir fahren... Wir fahren heute mit dem Kreuzfahrtschiff. Was? Das Kreuzfahrtschiff? Ihr Glückspilze! Ich wollte schon immer mit einem Kreuzfahrtschiff fahren. Oh, ich weiß. Nuri, möchtest du mit uns kommen? Ach, ich kann mitkommen? Ja! Situ hat heute viel zu tun, also kannst du an seiner Stelle mitkommen. Ach, du bist die Allerbeste! Siehst du? Ich habe doch gesagt, dass etwas Gutes passieren würde. Hanna? Hä? Eigentlich, ich habe Big schon eingeladen. Also können wir Nuri nicht mitnehmen. Was? Es tut mir leid, Nuri. Oh, siehst du, Hanna? Ich bin wirklich das unglücklichste Auto auf der ganzen Welt. Alles klar, du bist fertig. Du kannst jetzt rauskommen. Vielen Dank, Hanna. Dann fahre ich jetzt. Oh, einen Moment. Hä? Tada! Was ist das? Oh, ein Geschenk. Bitte. Oh, wow, es ist so hübsch. Das ist ein Glücksbringer. Ein Glücksbringer? Ja. Diese Kette wird dir immer ganz viel Glück bringen. Niemals. Das glaube ich nicht. Doch, wirklich. Also warum gibst du mir nicht ein schönes, großes Lächeln? Danke, Hanna. Schönen Tag.
noch. Dir auch. Kopf hoch, Nuri. Oh, was ist denn mit meinem Gesicht passiert? Ob mir das wirklich Glück bringt? Das kann nicht sein. Taxi! Oh, hallo. Willkommen. Ich hab's eilig. Bitte bring mich sofort zum Rathaus. Huh? Rathaus? Auf dem Weg dahin war ich vorhin spät dran. Hey, ich hab's eilig. Fahren wir los. Oh, jawohl. Nuri ist wieder auf dem Weg zum Rathaus. Ich hoffe, ich komme nicht wieder zu spät. Glücksbringer, bitte hilf mir, pünktlich zum Rathaus zu kommen. Oh, die Ampel ist grün. Oh, wow. Diesmal auch? Juhu. Oh, es ist das Rathaus. Wow, das ging wirklich schnell. So, möchten Sie gerne hier aussteigen? Bitte, kannst du rechts abbiegen und mich dort absetzen? Was? Oh, aber das ist die Straße. Oh. Hier wurde ich angespritzt. Ich will da nicht langfahren. Aber ich vertraue meinem Glücksbringer und setze den Fahrgast dort ab. Huh? Wow, die Straße ist schön und sauber. Jemand hat sie gereinigt. Wir sind da. Ich habe es rechtzeitig geschafft. Danke, kleines Taxi. Oh, kein Problem. Was für ein toller Tag. Du bist wirklich ein Glücksbringer. Sattelanhänger gefangen. Oh, es bewegt sich. Wo bin ich? Tayo, der kleine Bus. Ich habe noch nie ein Kreuzfahrtschiff so nah gesehen. Okay, meine Lieben. Seid ihr bereit, auf das Kreuzfahrtschiff zu fahren? Oh, warte! Oh? Big ist noch nicht da. Oh? Hallo, Kinder. Big! Warum bist du so spät dran? Das tut mir leid. Ich musste noch ein paar Kisten ausliefern. Okay, da jetzt alle da sind, können wir losfahren. Okay. Ich freue mich riesig. Oh. Hey, Tayo, warum bist du so traurig? Oh, ich habe an Nuri gedacht. Ich bin traurig, dass sie nicht mitkommen konnte. Es wäre wirklich schön, wenn sie hier bei uns wäre. Keine Sorge, Tayo. Denke, Nuri geht es bestimmt ganz gut. Los geht's. Okay. Oh nein. Wie bin ich hier nur hineingeraten? Das ist kein Glücksbringer. Halten wir an? Wow! Was ist das für ein Geräusch? Könnte es der legendäre Laster sein? Es ist wunderschön! Ja! Ist da jemand? Oh. Rogi, hast du dieses Geräusch gehört? Ich habe nichts gehört. Hilfe! Rogi, jemand hat um Hilfe gerufen, oder? Diesmal habe ich es gehört. Bitte mach die Tür auf! Ich glaube, es kommt von hier. Oh, bitte!
kommst du nicht erstmal raus? Okay. Ist alles okay, Nuri? Ja. Wie bist du in meinem Sattelanhänger gekommen? Ha? Big, es war also dein Sattelanhänger. Was ist passiert, Nuri? Nuri, warum warst du da drin? Nun, mein Glücksbringer ist heruntergefallen. Und dann habe ich ihn im Sattelanhänger gesucht. Ein Glücksbringer? Der hat mir aber kein Glück gebracht. Wow! Ich bin auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja, genau. Du hattest Glück. Du wolltest doch mit dem Kreuzfahrtschiff fahren. Wow, ich auf einem Kreuzfahrtschiff. Es ist ja wirklich ein richtiger Glücksbringer. Oh nein, der Glücksbringer. Hä? Nuri, meinst du denn das hier? Oh nein, er ist ganz verbogen und verbeult. Jetzt habe ich wieder Pech, weil der Glücksbringer ruiniert ist. Was soll ich nur tun? Nein, das stimmt nicht, Nuri. Ja, aber... Um ehrlich zu sein, ich habe alles erfunden, weil du so traurig warst. Das ist nur eine gewöhnliche Halskette. Was? Aber da du ja trotzdem auf dem Kreuzfahrtschiff gelandet bist, denke ich, dass du auch ohne diese Halskette viel Glück hast. Stimmt, Nuri. Du bist mit uns auf dem Kreuzfahrtschiff. Du bist ein wirklich glückliches Taxi. Oh. Du hast recht. Ich bin das glücklichste Taxi auf der ganzen Welt. Wie bitte? Es war ein harter Tag für Nuri. Aber am Ende war es das alles wert. Schön für dich, Nuri. Rogi, der Detektiv. Lani kommt nach der Arbeit zurück ins Depot. Ich bin müde. Ich gehe mich waschen und ausruhen. Das fühlt sich gut an. Ich wische und putze jede Ecke. Nein, Lani hat die Waschanlage kaputt gemacht. Oh, ich krieg Ärger. Ich hab die Waschanlage kaputt gemacht. Oh, hat es jemand gesehen? Oh, da ist Lani. Lani! Das ist Tayo. Ich muss mich verstecken. Oh, Lani? Warum ist sie gerade weggefahren? Oh, oh nein! Die Autowaschanlage ist kaputt. Wir müssen jemanden anrufen, der das repariert. Wirklich? Wie lange wird die Reparatur dauern? Vielleicht 2 Tage. Ach du meine Güte. Wer hat die Autowaschanlage kaputt gemacht? Tayo, du warst der Erste am Tatort. Hast du gesehen, wer es war? Nein, habe ich nicht. Wirklich? Oh, dann hat niemand gesehen, was passiert ist. Tayo weiß also nicht, dass ich es war. Glück gehabt. Am nächsten Morgen versammelten sich die kleinen Busse vor der Werkstatt. Es tut mir leid, dass ihr euch nicht waschen könnt. Ist schon okay. Augenblick! Rogi! Ich bin Rogi, der Detektiv. Detektiv? Die Waschanlage ist auf keinen Fall von selbst kaputt gegangen. Ich werde genau herausfinden, wer dahinter steckt. Mal sehen. Dani, was hast du gestern Abend gemacht? Ich? Tja, ich war mit Hana in der Werkstatt. Oder Hana? Gani hat recht. Okay. Und was ist mit Lani? Hast du dich gestern Abend gewaschen? Also, du hast die Autowaschanlage kaputt gemacht, oder? Nein, sie war noch in Ordnung, nachdem ich mich gewaschen hatte. Wie kannst du das beweisen? Ich... Warum kannst du nicht antworten? Stopp! Lani hat recht. Ich ging nach Lani zur Autowaschanlage und alles war in Ordnung.
Oh, Tayo. Dann warst du also der letzte Bus an diesem Ort, oder? Seht ihr, wie spät es ist? Ich fahr zur Arbeit. Tschüss. Ich auch. Irgendwas ist hier faul. Warum hat Tayo gelogen? Weiß er, dass ich es war? Lani? Ja? Hast du denn? Hast du die Waschanlage kaputt gemacht? Was sagst du da, Tayo? Beschuldigst du mich? Oh, nein! Ich beschuldige dich nicht. Warum vermutest du dann, dass ich es war? Es tut mir leid. Lanis Radkappe fehlt. Lani, deine Radkappe ist ja... Ach, vergiss es! Ich bin so verletzt. Ich wollte ihr nur sagen, dass ihr eine Radkappe fehlt. Hoffentlich denkt Tayo nicht, dass ich es war. Okay, folge mir. Alles klar, ich werde jetzt den Tatort untersuchen. Aber Rogi, wozu brauchst du mich? Nun, ein Detektiv wie ich braucht einen nützlichen Assistenten wie dich. Kann ich das wenigstens abwischen? Nein! Um Detektiv zu sein, braucht man einen Schnurrbart. Da drin ist es aber chaotisch. Ich hab's! An diesem Chaos kann ich sehen, dass es ein großer Bus war. Big hat die Autowaschanlage kaputt gemacht. Wie? Was? Aber Big macht doch Lieferungen und kommt erst morgen wieder zurück. Ach, wirklich? Big war es also nicht. Schuhabdrücke! Ich habe einen Hinweis gefunden, der mir helfen wird, diesen Fall zu lösen. Das sind Hannas Schuhabdrücke. Hanna hat die Autowaschanlage kaputt gemacht. Rogi, Hanna machte die Schuhabdrücke, als sie die Waschanlage reparieren wollte. Verstehe. Ich werde mir denjenigen schnappen, der dafür verantwortlich ist. Der kleine Bus. Okay, bis dann. Ich muss jetzt zurück ins Depot. Aber wie soll ich mich unschuldig verhalten? Hey, kleiner Bus. Ja? Ist dir bewusst, dass dir ein Radkap an deinem Vorderreifen fehlt? Wirklich? Danke, dass Sie es mir gesagt haben. Kein Problem. Einen schönen Tag noch. Wo habe ich sie nur verloren? Die Waschanlage ist immer noch nicht repariert. Huh? Was ist das? Es ist Lanis fehlende Radkappe. Also hat Lani die Autowaschanlage kaputt gemacht. Aber wenn sie erwischt wird, wird sich Lani schämen. Ich hab's. Ich verstecke die Radkappe. Lani! Die Waschanlage ist immer noch kaputt. Was machst du denn hier? Du solltest dich ausruhen. Ich wollte ja nur... Stehen bleiben! Was ist denn los? Nach einigen Ermittlungen habe ich herausgefunden, dass der Täter genau hier ist. Rogi, die Waschanlage wird bestimmt bald repariert. Es gibt keinen Grund herauszufinden, wer es war. Lani, versuchst du den Täter zu beschützen? Nein, tue ich nicht. Tayo, du musst der Täter sein, denn du warst der letzte Bus hier. Also, warum hilfst du nicht allen und gestehst einfach? Was? Hey, Leute. Was macht ihr? Situ! Wir wollten uns gerade ausruhen. Okay, los geht's. Okay. Wartet auf mich. Ich schnapp dich, Tayo! Oh.
du das hier holen? Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist deine Radkappe. Ich wollte sie aus der Autowaschanlage holen, damit du keinen Ärger bekommst. Was? Tayo wusste alles. Lass uns losfahren, bevor wir erwischt werden. Oh! Komm sofort heraus! Du bist komplett umzingelt! Ergib dich und komm sofort heraus! Es ist Rogi! Was sollen wir tun? Lani, bleib hier und bewege dich nicht! Was? Tayo! Ich sag das nicht noch einmal! Oh, er kommt! Tayo? Ich wusste es! Ein Verbrecher kommt immer wieder zum Tatort zurück! Tayo, warst du es wirklich? Ja. Tayo! Dann hast du die ganze Zeit gelogen? Es tut mir leid. Tayo ist unschuldig. Es ist meine Schuld. Es ist okay, wenn die Waschanlage aus Versehen kaputt geht. Aber du hättest wirklich nicht lügen sollen, Tayo. Es tut mir wirklich leid. Es war nicht Tayo. Es war alles meine Schuld. Lani? Was soll das heißen? Die Wahrheit ist... Ich verstehe. Lani, wir wollten dich nicht dafür bestrafen, dass du die Autowäsche kaputt gemacht hast. Aber du hättest nicht alle anlügen sollen, um die Wahrheit zu vertuschen. Und dasselbe gilt für dich, Tayo. Es tut uns sehr leid. Es ist aber schön zu sehen, dass ihr euch umeinander kümmert. Wir vergeben euch beiden ausnahmsweise aber nur dieses eine Mal. Lügt aber nie wieder. Danke, Hanna! Es tut mir leid. Ich werde brav sein, Hanna. Ich auch. Entschuldige, Tayo, dass ich dich in Schwierigkeiten gebracht habe. Und danke. Nicht zu danken. Und du warst dir so sicher, dass ich der Täter war, Herr Detektiv. Aber ich war so sicher, dass ich es herausgefunden hatte. Du bist ein schlechter Detektiv. Such dir einen neuen Assistenten. Lani war dankbar, dass Tayo auf sie aufgepasst hat. Und sie versprachen, nie wieder zu lügen. Nana fährt in die Stadt. Ein Bus vom Land namens Nana fährt in die überfüllte Hauptstadt. Oh, wow, wow. Die Stadt ist ganz anders als das Land. Ich frage mich, wie sie alle Gebäude hier so groß gemacht haben. Achten Sie beim Fahren auf die Straße. Es tut mir wirklich leid. Die Autos in der Stadt sind gemein. Diese Straße scheint etwas ruhiger zu sein. Ich werde hier lang fahren. Die Straße ist gesperrt. Blockieren Sie die Straße absichtlich? Da komme ich ganz bestimmt nicht durch. Ich habe sie noch nie gesehen. Hallo. Du hast mich erschreckt. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Aber warum stehst du hier? Sie versperren mir den Weg. Was? Du kannst sie bitten, zur Seite zu fahren. Max, kannst du zur Seite fahren? Du blockierst die Straße. Verstehe. Tut mir leid, Tayo. Kein Problem. Okay, los geht's. Danke. Ich hatte Angst zu fragen. Völlig unnötig. Wir sind alle Freunde hier. Wer bist du? Ich bin Nana. Ich kam vom Land, um die Stadt zu sehen. Wow, du bist vom Land. Mein Name ist Tayo. Bist du zum ersten Mal hier? Meine Strecke führt an vielen schönen Orten vorbei. Willst du mir folgen? Wirklich? Das wäre toll, da ich die Gegend nicht kenne. Vielen Dank. Los geht's! Fahren wir! Tayo zeigte Nana die ganze Stadt. Wow.
Es ist so schön. Und? Macht es dir Spaß? Hallo, Matt. Schön, dich zu sehen, Tayo. Das ist bestimmt die U-Bahn. Wie geht es dir? Gut. Wow, Tayo kennt sogar die U-Bahn. Oh, schön, dich kennenzulernen. Du bist also vom Land. Meine Güte, woher weißt du das? Wegen deiner Farbe. Du hast eine andere Farbe als andere Busse. Du weißt ja alles, Matt. Na dann, viel Spaß. Bis bald. Bis bald. Wow, Tayo hat viele tolle Freunde. Tayo! Oh? Oh! Hallo, Mama. Hallihallo. Also, fährst du schon alleine? Ja, ich bin der erste von all meinen Freunden, der alleine fahren darf. Wirklich? Gut gemacht, Bonbon. Ja, dank dir. Ich fuhr so, wie du es mir beigebracht hast und alle fanden mich toll. Das ist toll. Glückwunsch. Tayo unterrichtet also auch die jungen Busse. Tayo, ich werde viel üben und genauso werden wie du. In Ordnung. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tayo, oh? Du bist wirklich so cool. Oh, was? Du hast tolle Freunde und kennst alle Straßen. Oh, das ist nichts Besonderes. Bist du der Boss aller Busse? Oh, Boss? Es stimmt, oder? Sehe ich so cool aus? Ich schätze, man kann sagen, dass ich der Boss bin. Wow, ich bin so glücklich, mit dem Boss durch die Stadt zu touren. Ich habe noch so einiges zu tun, also ich fahr dann mal. Jetzt schon? Tut mir leid. Oh. Schon okay, ich komme alleine zurecht. Gut, bis demnächst. Danke für heute, Boss. Tayo, der Boss? Ich hoffe, ich habe damit nicht angegeben. Tayo beendete seine Arbeit und kam zurück zum Depot. Hallo zusammen! Oh, Boss! Nana! Wow, schön, dich zu sehen! Nana, was machst du denn hier? Ich habe mich verfahren, aber Situ hat mich gefunden und hierher gebracht. Sie kommt von weit her, also sagte ich ihr, sie könne hier übernachten. Was? Ihr beide kennt euch? Ja, der Boss hat mir heute die Stadt gezeigt. Tayo, der Boss? Ja, dank ihm hat es mir viel Spaß gemacht. Ich kann dir bessere Orte zeigen, wenn du mit mir fährst. Was hast du gesagt? Wie kannst du es wagen, so über den Boss zu reden? Nein! Nana, willst du den Rest der Stadt sehen? Klar, Boss. Okay, los geht's. Was? Warum mögen alle immer nur Tayo? Tayo, der Boss? Sie denkt wirklich, dass ich der Boss bin. Aber ich kann ihr jetzt nicht die Wahrheit sagen. Boss, wie heißt dieses Gebäude? Oh, das ist der Stadtturm. Oh ja, richtig. Ich habe den mal im Fernsehen gesehen. Ich möchte dorthin fahren. Was? Oh nein, dort war ich noch nie. Bitte, Boss. Aber wenn ich ihr sage, dass ich den Weg nicht kenne, wird sie von mir enttäuscht sein. Also gut. Okay, los geht's. Wow, du bist der beste Boss. Ich kann es von hier aus sehen. So verfahre ich mich nicht. Alles klar, los geht's. Tayo, der kleine Bus. Tayo beschloss, mit Nana zum Stadtturm zu fahren. Oh, er ist schwerer zu finden, als ich dachte. Ich glaube, wir sind vorhin hier vorbeigekommen. Boss? Ja? Alle Gebäude in der Stadt sehen gleich aus. Es scheint, als würden wir im Kreis herumfahren. Oh ja, so scheint es, oder? Wir fahren tatsächlich im Kreis herum. Oh, ich sehe Pat. Ich kann ihn fragen, wie man zum Stadtturm kommt. Nana, du bleibst hier, okay? Ich komme gleich wieder. Okay. Wo fährt er denn hin? Ah, so fährt man also dahin. Danke, Pat. Bis später dann. Tschüss.
Nana wartet bestimmt schon. Ich muss mich beeilen. Wie du siehst, ich kann nicht... Was könnte den Boss aufhalten? Boss? Warum bewegst du dich nicht? Oh, tut mir leid, aber ich muss hier bleiben. Hast du sie noch alle? Du blockierst die Straße. Du musst aus dem Weg. Oh, der Boss hat gesagt, ich soll hier bleiben. Aus dem Weg mit dir. Oh, okay. Oh nein, der Boss wird nach mir suchen. Oh nein, ich habe ihr doch gesagt, sie soll hier bleiben. Wo ist sie bloß? Sie muss woanders hingefahren sein. Oh nein! Oh nein! Nana, Tayo Nana. Und Nana können einander nicht finden. Boss! Boss! Oh, wo könnte er nur hingefahren sein? Was mache ich nur? Oh. Ist alles in Ordnung? Oh, Herr Polizist! Tayo, der Boss, sagte mir, ich sollte warten. Aber ich bin alleine losgefahren und habe mich verirrt. Was? Tayo? Du warst mit Tayo unterwegs? Ja. Kannst du ihn für mich finden? Ja, das kann ich. Er hat mich vorhin gefragt, wie man zum Stadtturm fährt. Vielleicht hat sich Tayo auch verirrt. Was meinst du damit? Tayo ist der Boss aller Busse. Er weiß, wie man überall hinkommt. Was? Der Boss? Tayo hat sich wohl einen Scherz erlaubt. Was? Die Busse in dieser Stadt haben keinen Boss. Tayo ist ein junger Bus, der noch viel zu lernen hat. Was soll das heißen? Nana! Nana! Es wird spät! Was, wenn ihr etwas passiert ist? Was? Oh, Nana! Wo warst du? Ich hab dich überall gesucht. Ich war ein bisschen spät dran, nicht? Der Stadtturm sieht nachts am schönsten aus. Deshalb wollte ich warten, bis es dunkel wird. Tayo! Pat! Ich hab ihr alles gesagt. Was? Tayo, wie konntest du Nana herbringen, wenn du noch nicht mal die Gegend kennst? Was, wenn Nana uns nicht begegnet wäre? Jetzt steck ich in der Patsche. Nana, ich bin eigentlich nur ein kleiner Bus und nicht wirklich der Boss. Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Bist du sauer auf mich, Nana? Nein. Es ist mir egal, dass du nicht wirklich der Boss bist. Wirklich? Dank dir habe ich eine tolle Tour durch die Stadt gemacht und viele schöne Erinnerungen gesammelt. Ich bin so glücklich, dass ich dich getroffen habe, Tayo. Danke, Nana. Los geht's. Es wird langsam spät. Okay. Tayo, du kannst gerne mal aufs Land kommen. Ich zeig dir dann meine Farm. Ich bin nämlich der Boss der ländlichen Gegend. Was? Tayo, achte darauf, nicht mehr zu lügen. Aber es ist toll, dass Nana eine gute Stadttour bekommen hat. Der Schatz gehört mir. Heute früh sind Pat und Rocky zur Wartung vorbeigekommen. Sieht aus, als gäbe es viel zu reparieren. Ich hatte in letzter Zeit sehr viel Arbeit. Wir hatten einfach keine Zeit, uns auszuruhen. Es ist so schwierig. Manchmal möchte ich einfach alles fallen lassen. Was sagst du da, Rocky? Ach, Pat. Ich glaube, wir müssen dich erst in Ordnung bringen. Ich muss mal wieder dein Motoröl wechseln. Hä? Wir haben kein Öl mehr. Was mache ich nur? Hi, Hanna! Hä? Wie geht's dir? Oh, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Könnt ihr mir bitte etwas Motoröl aus dem Lager holen? Ich werde es holen! mal sehen. Oh, es ist da drüben. Was ist das? Hä? Tayo braucht ja ganz schön lange. Was? Die Ampel ist wieder kaputt gegangen? Oh nein.
Pat, ich glaube, wir müssen zurück zur Arbeit. Hannah, ich mach die Wartung nächstes Mal. Alles klar. Ich hoffe, er ist bald wieder in Ordnung. Hallöchen! Oh? Ich habe eine Schatzkarte gefunden! Eine Schatzkarte? Oh. Also der Schatz müsste hier bei dieser Markierung sein. Stimmt doch, oder? Das ist bestimmt eine Schatzkarte. Da ist wahrscheinlich ein unglaublicher Schatz vergraben. Ein unglaublicher Schatz? Wow! Kinder, seht euch das an. Seht euch diese Markierung an. Sieht es nicht wie das Depotschild aus? Ja, du hast recht. Dann ist der Schatz hier irgendwo in der Nähe. Vielleicht. Sollen wir es am Computer noch mal genauer ansehen? Jetzt fügen wir dieses Foto hinzu. Hey, es ist der Spielplatz auf dem Parkplatz. Oh, da ist ein Schatz auf dem Parkplatz? Oh, warum suchen wir nicht alle nach dem Schatz? Ja, wir können ihn finden, wenn wir alle zusammen suchen. Ich habe eine wichtige Verabredung. Bis später dann. Also, Rogi. Ich will aber nicht nach dem Schatz suchen. Gani, gehen wir spielen. Aber... Na los, gehen wir. Okay. Also, was ist los? Warum fahren sie alle weg? Tayo ist auf dem Spielplatz. Er will den Schatz selbst finden. Es würde mehr Spaß machen, wenn alle hier wären. Das ist Rogi. Ich muss den Schatz zuerst finden. Ich dachte, er hat eine Verabredung. Du willst also den Schatz für dich selbst behalten. Aha! Aber ich wollte doch den Schatz mit Tayo finden. Apropos Schatz, wollen wir ihn gemeinsam suchen? Aber Lani, dann hätten wir doch mit Tayo fahren können. Verstehst du nicht? Dann müssen wir ihn doch teilen, Gani. Trotzdem. Also willst du den Schatz nicht mit mir finden? Nein, so ist das nicht. Gani, bitte hilf mir. Okay. Juhu, beeilen wir uns. Warte auf mich. Ist er hier? Wo könnte der Schatz sein? Rogi! Wer ist da? Ich bin der legendäre Hüter des Schatzes! Der Hüter des Schatzes? Ein gieriger Bus wie du kann den Schatz nie haben! Wenn du jetzt nicht fährst, fresse ich dich auf! Bitte tu mir nichts! Tayo ist nicht vor uns angekommen. War das nicht Rogi? Warum rast er so davon? Lani, Gani! Tayo! Warum so überrascht? Seid ihr auch hier, um den Schatz zu finden? Nein! War jemand anderes hier? Ja, Rogi war hier und hat versucht, den Schatz selbst zu finden. Ich glaube, er wollte ihn für sich selbst behalten. Also habe ich ihn verschreckt. Rogi ist also wegen Tayo weggefahren. Wie bringe ich Tayo dazu, wegzufahren? Aha! Tayo, wir sind eigentlich hier, weil wir dich suchen. Was? Aber warum? Hannah sagt, sie braucht sofort deine Hilfe. Richtig, Gani? Ja. Aber ich habe den Schatz noch nicht gefunden. Du musst dich beeilen. Es schien dringend zu sein. Also gut. Okay, ich fahr hin. Lani, bist du dir sicher? Es tut mir leid, dass ich Tayo angelogen habe, aber was sollen wir sonst? Lass uns den Schatz suchen. Okay. Tayo, der kleine Bus. Ich kann nicht glauben, dass wir nichts gefunden haben. Wir hätten doch
alle zusammen nach dem Schatz suchen sollen. Ihr beiden! Oh. Oh. Wie konntet ihr mich anlügen? Ihr wolltet mich loswerden, oder? Oh, was ist los? Und du hast Rogi verschreckt. Was? Was hast du gesagt? Rogi? Tayo, du gabst vor, der legendäre Wächter zu sein und hast mich verschreckt? Na und? Du wolltest den Schatz ganz für dich behalten. Ach nein, hört auf damit. Warum streitet ihr euch? Situ! Situ! Die Sache ist... Es ist wegen des Schatzes. Was? Schatz? Ihr meint also, dass der Schatz dort ist, wo die Markierung ist? Und? Habt ihr ihn gefunden? Nein. Hä? Hanna, die Karte ist doch alt. Vielleicht war da das alte Depot. Oh, ganz genau. Das Depot war früher da. Was? Und wo ist das? Moment. Ändern wir die Markierung auf den alten Depotstandort. Das ist der alte Park. Er ist jetzt eine Baustelle. Eine Baustelle? Danke, Situ. Warte auf mich, Rogi! Ich bin müde. Rogi! Warte auf mich! Meine Güte! Das ist gefährlich! Diese Kinder! Los geht's, Pat! Was? Ein Schatz? Ja! Er ist irgendwo in dieser Gegend vergraben. Aber wir haben alles umgegraben. Ja, wir haben keinen Schatz gesehen. Oh, es gibt eine Stelle, an der wir noch nicht gegraben haben. Schaut, da drüben ist ein sehr alter Baum. Er ist hier drüben. Wow! Fang an zu graben, Poco. Jetzt geht's los. Hier ist etwas. Wow! Es ist eine Schatzkiste! Kinder! So schnell zu fahren ist gefährlich. Ihr habt das Tempolimit überschritten. Rogi! Pat! Warum seid ihr alle zu schnell gefahren? Wir wollten diesen Schatz finden. Schatz? Ja! Rogi! Kannst du die Kiste für uns öffnen? Das ist der Schatz? Okay, ich öffne sie. Was ist das? Es ist kein Schatz. Geht es dir gut? Seit diesem Tag war es mein Traum, Polizist zu werden. Die Spielzeugpolizeimarke war mein Schatz. Also versteckte ich sie in einer Schatzkiste. Und ich wollte sie erst wieder öffnen, wenn aus mir ein richtiger Polizist wurde. Ich kann nicht glauben, dass sie noch da ist. Wow, dann tust du genau das, wovon du geträumt hast. Ja. Das wussten wir ja gar nicht. Wir haben uns ganz umsonst gestritten. Tayo, die Lüge tut mir leid. Uns tut es auch leid. Nein, es war doch auch meine Schuld. Ab jetzt dürfen wir uns nicht mehr streiten. Ja! Danke euch allen. Das ist ein ganz besonderer Schatz für mich. Die Arbeit hat mich gestresst, aber dank euch fühle ich mich viel besser. Wirklich? Aber rast nie wieder. Okay. Die Busse haben also doch einen Schatz gefunden. Dank der Busse fühlten sich Rogi und Pat ermutigt.